Guten Quatsch Hamburg, eure Radio Hamburg Comedy Show mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Präsentiert vom Billstedt Center Hamburg. Ja, ich lieb es richtig. Wir waren mit der 7. auf Klassenreise da. Stadt Eiffelturm Paris, war viel cooler, ist so. Das größte Shoppingcenter im Hamburger Osten mit über 110 Geschäften. Guten Quatsch, in Nepal hat jetzt der erste genehmigte Gleitschirmflug vom höchsten Berg der Welt stattgefunden, nämlich vom Mount Everest. Die Behörden dort rechnen nun mit einem Ansturm weiterer sogenannter Climb-and-Fly-Abenteurer. Olli Hansen, diese Kombination von Fun-Sportarten wird ja immer beliebter. Du hast diesen Trend mal recherchiert. Was gab es schon und was kommt jetzt neu dazu? Naja, Peter, los ging es ja vor einigen Jahren ganz unspektakulär mit Rail and Fly und Park and Ride für die nicht ganz so wagemutigen, sag ich mal. Wobei eigentlich die Welle ja im Grunde damals dieses Shampoo in den 80ern begründet hat. Wash and go, weißt wie ich mein? Ja, natürlich. Die jungen Leute von heute machen Work and Travel, aber das ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Deswegen musste dringend was Neues her, auch um die Reisebranche nach Corona zu befeuern. In Australien ist gerade Bite and Kite der absolute Nervenkitzel. Das geht so, dass Kitesurfer an den Hotspots für große weiße Haie kiten und sich von den 6 Meter langen Biestern in den Hintern beißen lassen können. Ride and Dive ist auch im Kommen. Da fährst du mit voller Tauchausrüstung auf dem Rad eine Klippe rauf, stürzt dich mitsamt Drahtesel spektakulär runter und wenn du im Wasser aufschlägst und das überlebst, machst du noch einen schönen Tauchgang. Lass so machen, Peter, ich bin kein Freund von Drink and Drive. Deswegen kombiniere ich gern die Fun-Sportart Bier trinken mit riskant mit Schießer-Feinripp auf meiner Lodger liegen. Wenn mir Beer and Balcony so gut gefällt, dass ich mir ein zweites Pilz genehmige, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Ja, du verrückter Himmelhund. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Fußball. Der HSV will unbedingt schon am Anfang der nächsten Saison das Relegationsspiel bestreiten. Wenn wir wissen, dass wir aufgestiegen sind, spielt sich der Rest der Spielzeit viel leichter, so ein Unverantwortlicher des Vereins. Rücktritt. Altkanzler Schröder verzichtet auf sein Amt im Vorstand des Kegelvereins Putins Pudel. Verkehr. Deutsche Bahn plant 7 Stunden für die Verbindung von Berlin nach Paris ein. Ja, Fahrzeit oder Verspätung? Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Risky Reisen. 7 Tage Kite and Bike Tour Südafrika. Jetzt schnell zum Bestpreis buchen, sonst beißt ihr euch hinterher in den Arsch. Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind's schon.